Hose Leute, willkommen zu einem neuen Part von Dark Souls 3 mit mir Level 4. Ja, wir befinden uns schon mittlerweile hier an der Cathedral of the Deep. Cathedral of the Deep. Schweres Wort. Und sieht ja eigentlich ganz schick aus, muss man mal so sagen. Ist auch eine der schönsten Stellen des Spiels, aber auch gleichzeitig eine der schwersten Stellen. Also gerade hier dieser Walk an der Seite ist unschön. Und dieser Typ ist auch nicht gerade nett. Alter. Autsch! Schnell heilen. Dankeschön. Alter. Jetzt aber Backstep. Danke. Ich habe seine Hellebarde bekommen. Ganz cool. So, jetzt ist es natürlich gefährlich, diesen Sprung zu wagen, aber. Wo es geht eigentlich. Ist ja fast in die Hose gegangen, aber es hat nicht funktioniert. Lass uns hier mal hochlatschen. Ich weiß gar nicht, ob hier was Geiles gibt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich muss aufpassen, weil die können von überall wieder runterkommen, die Biester. Da sieht es auf jeden Fall eine. Okay, hier gibt es nichts. Aber guckt euch schon mal dieses Gewächs hier an. Das ist eine komische Textur. Das wird gleich noch besser. Könnt ihr mir glauben. Obwohl, das wird, kann man später woanders sehen. Nicht hier. Okay. So, jetzt können wir uns nämlich hier unterdroppen. Seht mal einer an hier. Wie die da lungern hier. Dafür kann man das also hier machen. Verstehe. Drop. Die sehen mich nicht. Die sehen mich nicht. Nice. Okay. Okay, sehr gut. Das ist gut. Dann habe ich die schon ausgeschaltet, weil das ist auch eine gefährliche Stelle, wo ich bestimmt jedes Mal mindestens einmal getroffen werde. So, da oben. Na, okay, warte. Wo ist der Typ, der gefährlich ist? Hä? Da ist er. Okay, sehr gut. Habe ich das Ding schon. Ah, das wollte ich zeigen, genau. Das hier. Das wabert so vor sich hin. Also irgendwas stimmt mit dieser Kathedrale nicht, nicht wahr? Na, wie gesagt, es ist die Cathedral of the Deep. Da stimmt nirgend sowas. Ich hab überall hingeguckt, nicht auf den Boden. So, da oben ist natürlich noch ein Biest. Dann kriegt eine Feuerbombe in den Arsch. Oder ein Flammenberg-Typ. Oh, Nase juckt. Okay. Und natürlich ist da auch noch einer. Aber den brauche ich gar nicht anzulocken. Der kommt auch so runter. Der kommt auch so runter. Dann halt so. Jetzt kommt er. Ach man, ey, willst du doch wohl verarschen. Ich eine Feuerbombe sparen können. Egal. Gut. So, und jetzt hier hin. Das ist wieder eine der gefährlicheren Sorte. Muss aber aufpassen, da kommt gleich noch irgendwo noch ein zweiter. Deswegen glaube ich den Typen erstmal hier an. Ach, scheiße. Scheiße! Ah, okay. So. Meine Blutungsscheiße steigert sich gerade extrem hoch. Alter, ey. Scheiße. Nicht gut. Okay, gut. Ah, ich hab schon wieder nicht getroffen. Das gibt's aber gar nicht.
Weg mit dir, du Arsch. Alter, ey. Lebt immer noch. Oh. Alter, diese Biester. Ich habe jetzt kein Estus-Flakon mehr. Ich habe noch einen Typen davon vor mir. Aber wenn ich den besiegt habe, kann ich schon bald die erste Abkürzung schaffen. Ich muss den Typen halt erstmal nur umhauen hier. Na komm. Na, natürlich treffe ich nicht. Jetzt fängst du daran zu ruckeln. Sehr, sehr ungeil. Scheiße. Alter, diese... Alter, ey, der ist am Arsch. Das war gerade das Weapon Art von der Waffe. Ah, ich dachte... Endlich, so. Ist auch mal in meinen Schlag reingelaufen. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit spekuliert und es ist nicht passiert. Nein. Habe ich was dagegen? So, meine Fresse, ey. Jedes Mal das Gleiche. Hier gibt's was, okay. Da oben immer noch Lothwick thront ganz weit oben auf dem Berg. So, und jetzt sollte uns eigentlich nichts mehr töten können. Ich werde zuerst... Okay, ich könnte hinten hingehen. Und was machen? Da es aber eine gewisse Gefahr birgt, gehe ich da erst dann hin, wenn ich auch die Abkürzung geschaffen habe. Deswegen mache ich erstmal diese Tür auf. Ich weiß gar nicht, wer die aufstemmen will. Die ist so riesig. Und wir sind nun in der Kathedrale. Wie bitte, was? Ja, da kniet aber mal so ein relativ großer Riese. Und wir haben es wieder auch mit diesem Biestern zu tun. Die guten alten Blobs. In Teil 2 gab es die nicht mehr. Jetzt gibt es die wieder. Oder gab es in Teil 2? Ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. Ich glaube nicht. Hat das gedroppt? Nein, okay. Wir haben schon wieder 17.000 Seelen. Ganz nice eigentlich. So, da kommt kein Fall ist das hier. Ja, ist wild. Leck mich doch am Arsch, ey. Muss ich mir trotzdem gerade ein bisschen beeilen, weil sonst killt mich doch das Gift, weil ich kann mich gerade nicht mehr heilen. Deswegen muss ich mich doch ein bisschen beeilen, die Abkürzung zu aktivieren. Das ist doch noch ein bisschen spannend hier. Eieieiei. Und damit wäre die Abkürzung geschaffen. Weil ich jetzt leider auch schon vergiftet worden bin und gleich sterben würde, muss ich mich jetzt auch hinsetzen. Sonst bin ich halt tot. Das ist schade. Aber kann ich nicht ändern, wo wir gerade dabei sind. Gehen wir gerade mal nach Hause, geben eine erste Scherbe ab. Oder haben wir die schon abgegeben? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall aufsteigen. Und vielleicht sogar irgendwas mal kaufen. So. Wir steigern, doch mal gerade ein bisschen stärker auf 16. Damit wir auch in Zukunft damit ausgedient haben. Weil ich glaube, 16 Stärke reicht komplett.
So, mal gucken, ob du noch was hast. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, ob ich irgendwas kaufen wollte. Nö. Aschen. Just what need. Genau, vielleicht habe ich noch einen. Nee, okay. Jetzt haben wir schon 9 Essflakons. Das kann ich echt sehen lassen. So. Mittlerweile haben wir recht schon viele Waffen gesammelt. Die habe ich noch nie bekommen, glaube ich, hier, diese Harpe. Sind die gut? Sehen jetzt nicht so geil aus, ehrlich gesagt. Die haben sehr, sehr wenig Schaden. Wahrscheinlich kann man damit sehr, sehr schnell zuschlagen. Oh. Ah. Ansonsten kann man vielleicht noch ein Blast hier ansehen. Ganz okay, doch nicht. Nee, im Grunde lohnt sich ja gar nicht, sich irgendwas anzugucken. Dann wären wir auch hier wieder fertig und können wieder zurück zur Kathedrale reisen. Moment. Gaining admission to E-Y. Sind die nicht da? Das wundert mich gerade ein bisschen, okay. Alter, Ruckel. 8 Frames. 8 Frames pro Sekunde, ey. Oh Mann. Okay. Ah, ich habe ja noch was. Genau, stimmt. Wenn wir jetzt bekommen plus 2. Dann reisen wir wieder zurück zur Kapelle der Erläuterung. Und bedienen uns an der Abkürzung. So. Die Cathedral of the Deep ist ein Ort, der macht Spaß. Ich finde die ganz lustig eigentlich. Bis auf das Geruckel, was ich hier ab und zu mal haben werde, ist also die Cathedral of the Deep an sich, also der Inhalt, meine ich jetzt, also wo wir später rumlaufen werden, ist eigentlich ein ganz schönes Gebiet. Macht Spaß. Und wir treffen auch einen alten NPC-Kollegen wieder. Den Typen würde ich dafür nicht vergessen. Ich werde am besten wieder hochlaufen, weil ich hätte noch was vergessen. So, Jumpsy. So. Dann haben wir es wieder mit diesem Blob zu tun. Den ich hoffentlich auch Blutungsschaden verteilen kann. Sieht schlecht aus. Ja, die Riesen machen Spaß, ey. An sich sind das keine schweren Gegner. Man muss halt nur aufpassen. Shit. Der hat die anderen gekillt. Das ist ja lustig. Bevor er sie sprengen konnte, hat die anderen gekillt. Könnt mir gerne auch fernbleiben. Ich habe das Gefühl, dass die irgendwann wieder hochlatschen werden. Aber ich glaube, die werden mir nicht gefährlich werden. Bin ich ganz ehrlich. So. Gab es nicht hier auch irgendwas? Na. Gab es nicht Typen, die hier rumgehangelt haben. So, also hier ist ja auch ganz klar eine... Da ist er. Ist ja ganz kleine Falle hier, ne? Die vier Typen, die hier rumsitzen. Natürlich haben die einen großen Bruder dabei. So nicht. Du kannst vieles machen, aber das nicht. So, dann jetzt Schlachter rein, Schlachterhof. Wer will zuerst? Oh. Ist nicht euer verfickter Ernst.
Schon wieder. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil meine Flasche da im Weg rumsteht. Das ist schon das zweite Mal in dieser Session. Das macht mich fuchsteufelswild, ey. Ich bin auch wieder angemeldet. Geil. Na, zumindest die tot. Zumindest die, die tot sind, auch für immer tot. Also wenn ich gleich wieder zurückkomme. Und die Typen sind vielleicht auch wieder resettet. Vielleicht war das gar nicht mal so. Ja, vielleicht ist das ein Vorteil für mich. Ja, die sind tot. Ich werde jetzt aber mal ganz schnell rumschlachten hier. Der wollte mich backstabben. Das war gerade die Backstab-Animation von dem Typen. Du Schwein. Na gut, okay. Haben wir das hier geholt? Haben wir den Tisch Blut geholt? Bluten sind immer schön. Und normalerweise kommt der Typ doch auch hier hochgelaufen. Weil richtet er sich doch auf hier. Na gut. Die werden wir gleich noch früh genug sehen, wie er gleich zuschlagen wird. Naja. Gut. Lass uns nicht zu sehr daran verweilen. Lass sie durchrollen. Immer wieder spaßig. Okay. So, dich hole ich mal ganz schnell runter. Ich habe keinen Bock auf dich. Oh. Die sind ganz schön dafür. Die kann man ganz gut damit bekämpfen, mit der Feuerbomben. Das wusste ich gar nicht. Der ist eben fast mit einer Feuerbombe gestorben. Das ist ja schön. So, auch hier haben wir wieder solche Typen. Voll daneben geschlagen und dafür voll kassiert. Gib mir deine Waffe. Nee, gibt gar nichts. Gibt's, glaube ich, einen Edelstein? Ja. Der abgründige Edelstein, der macht natürlich Dunkelschaden. Leider auch relativ nutzlos, das Ding, aber da kann man nichts machen. Ich werde trotzdem alles aufsammeln, was es gibt. So. Jetzt kommen wir zu einer netten Stelle. Distanzkampf. Nee, von wegen. Da steht er nämlich. Der Riese. Und, ich kann mal kurz zeigen, was passiert. Okay. Der ist halt ein bisschen... Ja, warte mal, einfach mal, der ist hier abgerissen, die Säule. Okay. Das war gerade irgendwie, glaube ich, ein Bug. Der sollte, glaube ich, das gar nicht noch abreißen, aber egal. So, die ganzen Items, die da alle rumliegen... Die hole ich mir später, wenn der Riese tot ist. Von hier aus werde ich den nicht bekämpfen, weil das dauert viel zu lange. Nein, die bekämpfe ich ja, von da unten aus. Ich laufe. Hier bin ich sicher, kann der Typ gar nichts anhaben. Aber die Typen da, die oben rumstanden, die kommen jetzt wieder hierher. Wo hat er noch den Boden? Ja, da ist er. Was macht der denn da überhaupt? Hier bin ich. Ganz komischer Typ. Ja, ich muss die gerade töten, weil ansonsten werden die mir in den Rücken gefallen. Okay, Vorsicht. Kann ich hoch? Ich habe euch nicht vergessen, hier runterzufallen, weil das passiert mir fast jedes Mal, dass ich runterfalle. Auf dem Rückweg. Wirklich ohne Scheiß, wirklich fast jedes einzelne Mal. Ich bin ein bisschen zu früh gerollt, aber in dem Moment war es dann doch ganz okay.
Autsch. Ja, ja, musste ich. Okay, Backstep. Zweite oder auch nicht. Und er gibt mir was. Oh, die Missionarhose. Die ist eventuell für uns ganz geil, weil die wäre vielleicht was für das Aussehen von Riley. Nee, doch nicht. Riley hat kurze Hose. Wir müssen bei den ranzigen Stiefeln bleiben. Die Hose ist des Deserteurs. Schade. Ich kann doch gerne das Dententuch tragen. Sieht da nur ein bisschen kacke aus. Gut. Dann halt nicht. So, hier gibt's nämlich auch noch was Feines. Schöne Glut. Und nicht vergessen, wenn ich hier lang laufe, nicht runterfallen. Das ist mir schon so oft passiert, das könnt ihr mir gar nicht glauben, ey. Das ist kein Witz. Zu oft ist es passiert. So. Dich werde ich nicht übersehen. Moment, ich bin ein Idiot. Genau, wegen dem Typen da. Der fällt wieder runter. Ihr seid solche Idioten. Naja, egal. Macht doch, was ihr wollt. Alter, das bringt die wirklich fast. Das war so einer. Ich dachte, er wäre gerade an ihr gekommen. So, ein Wunder namens Rat suchen. Was das macht, weiß ich gerade nicht. Ist mir auch aber gerade ehrlich gesagt egal. Weil Wunder sind. Es ist nicht meins. Und besser. So. Warum mache ich das denn hier gerade? Warum macht der Markus hier alles kaputt? Weil ich Platz zum Kämpfen brauche. Nachricht lesen. Nachahmung voraus. Ja, das ist ein Mimic. Ich hab's gestaggert. Wir bekommen einen neuen Folianten. Foliant des Abgrunds. Den dürfen wir auf gar keinen Fall der netten Irina geben. Ansonsten wird Aegon böse auf uns. So, wo ist der andere Typ, der runtergefallen ist? Da ist er. Da kommt. Oh, komm, mit seinem Giftpfeil-Dingsbums. Es war Glück, dass er mich nicht getroffen hat. So, da hinten kommt schon ein lustiger neuer Gegnertyp. Die machen Spaß. Manchmal ja, manchmal nein. Kommt auf an, ob ich die Schildträger dran. Okay. Ich kann ihn nicht backstaben, weil das Ding da stand. Wie dumm ist das denn, bitteschön? Die haben eine ganz gute Rüstung eigentlich. Aber kein Bock auf die jetzt gerade. Ja, das war seine Weapons Art. Was er da gerade gemacht hat. Die Dingesbums. Explosionsding auf dem Boden. Willst du dir zeilen? Nix, mein Freund. Halt, das ist nicht wahr, oder? Da hat er überall was auf den Boden gehauen, das explodiert gleich alles. Da habe ich auch nochmal. Okay. Jetzt hat er so eine lange Regeneration, wie ihr seht. Vielleicht nicht durch, aber. Scheiß Weapon Art. Diese scheiß Weapon Art. Er ist immer noch nicht tot. Das macht mich langsam echt fertig. Wenn die sagen, gegen diesen einen Typen gekämpft. Oh, warum bin ich weggerollt? Ich hätte ihn wunderbar hauen können. Hier ist Schildkick. Nochmal Schildkick. Alles klar. Bams. Bekommen sein Schild. Schade, ich werde leider in diesem Let's Play kein einzigen Großschild benutzen. So. Ein großer Raum.
mit einer Seele zum Aufsammeln. Komisch. Und hier ist nichts drin. Komisch. Fast. Das ist so gefährlich. Die können nämlich eine ganz gewisse Art von Schaden machen, nämlich versteinern. Das habe ich keinen Bock drauf. Diese Gegner gibt es nur zweimal im Spiel. Das war der eine. Und ich habe den relativ ziemlich gut besiegt. Also das so schnell habe ich den noch nie besiegt. Und läuft. Läuft. Ich glaube, hier ist noch irgendwas Geiles. Blut, okay. Und wir bekommen als Ring ein Auge von Aldrich. Was soll das denn heißen? Diesen deformierten Ring hat Aldrich, der abgründige Heilige, zurückgelassen. Regeneriert FP aus kritischen Angriffen. Also, schwachsinnig. Aldrich, berüchtigt für seinen Fleischeshunger, hatte anscheinend den Wunsch, seine Freude am Aufsaugen der letzten Lebenszuckungen und das Laben an den Schreien seiner Opfer mit anderen zu teilen. Alter, ey, das ist so ein Sadist. Ja, ja, Aldrich, einer meiner Lieblingsbosse. Nicht. Der kann echt... Entweder macht man den ganz fix, oder man braucht Ewigkeiten für den Boss. So, wir bekommen gleich einen alten Bekannten wieder zu sehen. Als Invader. Langfinger Kirk. Es ist genau der, der uns dreimal in Dark Souls 1 heimsucht. Hier nur einmal. Na komm, Kirk. Du willst doch auch. Das ist der mit dem Stachelanzug, der Stachelrüstung. Wenn man sich rollt, kann man damit Gegnern Schaden verursachen. Ganz lustig eigentlich. Ja, das. Da war ich jetzt aber nicht, mein Freund. Oh, wow! Wo kommst du auch noch daher? Scheiße, ist ja super kacke. Verpiss dich, Mann. Okay. Du musst als allererster sterben, du blödes Arschloch, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Wenn ich jetzt wegen dir den Kirk-Vergleich verliere. Arschloch. Okay, wo ist Kirk? Da ist er. Seine Weapons Art ist immer noch aktiv. Okay, jetzt nicht mehr. So, warte. Jetzt gehe ich auch mal auf weithinnig. Ich habe mal meine Weapons Art. Okay. Das ist der Kampf der Weapons Arts. Gibt's doch wohl nicht. Lebt immer noch. So, jetzt aber nicht mehr. Wir bekommen sein Stachelschild und das Stachelschwert. Und wir werden Kirk nochmal begegnen, aber in einer etwas anderen Form. So. Komm her jetzt. Ist wohl einfach nicht wahr, ey. Fuck you, ey. Das gibt's doch alles gar nicht. Deswegen hasse ich diese Gegner. Deswegen hasse ich diese Gegner. Jetzt wisst ihr es. Die können so leicht zu besiegen sein, aber manchmal sind es auch einfach die größten Arschlöcher der Welt, ey. Mann, 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 Mann. So. Ja, du mich auch. Okay, hier ist keiner. Aber gleich da vorne ist irgendwo einer. Da ist er. Lächerlich. Okay. Jetzt machen wir den Riesen. Der ist leichter, als er aussieht. Ob naja, ich mach den Riesen noch nicht. Ich will zuerst die Typen auf der anderen Seite killen. Nicht, dass sie mich auf einmal doch noch unverhofft von der Seite angreifen. Da hätte ich auch keine Lust drauf.
Übrigens, da ist noch ein zweiter Riese. Komm. Ich glaube, ich bin hier aber so weit raus, weil er hat eine Gefolgschaft. Ich habe Bock, dass sie auch auf mich antreten wollen. Ja, Schildschlag ist nicht immer scheiße. Was? Wie habe ich denn das geschafft? Okay, meine Zeit zu schlagen. Ah, scheiße. Dein Tod. Wir haben gerade ein erstes Parcours geschenkt bekommen. Das ist schön. So. Wir können gleich die nächste Abkürzung freischalten. Da kommt jetzt mal hierher. Ich habe nur einen angelockt, das ist sehr gut. Wieso hat der mich getroffen? Lächerlich. So, weg mit dir. So, wir bedienen diesen Schalter. Und ich werde sie an die Brücke hoch. So. Und diesen Riesen, den entledigen wir uns im nächsten Part von Dark Souls. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Souls 3 mit mir Level 4. Tschüss.